Willkommen zurück zu SFS Sonnensystem und heute habe ich eine Menge vor. Ich will nämlich einige Objekte erstellen und zwar sind das sogenannte Trojaner. Ihr kennt die vielleicht, Jupiter hat einige, sowie auch Saturn. Aber beim Jupiter sind sie am meisten bekannt. Das sind so ein Häuflein an Asteroiden, die eben einmal vor dem Jupiter und einmal hinter dem Jupiter in etwa derselben Bahn herumfliegen. Und das ist tatsächlich auch in SFS möglich. Es gibt nämlich diese eine Zeile an Code mit Argument of Periapsis, mit der können wir die Asteroiden dann eben in der Bahn verschieben. Und das werden wir nämlich um 60 Grad davor und 60 Grad dahinter. Da gibt es nämlich sogenannte Lagrange Points. Und ja, das ist eine Menge Info jetzt gerade. Aber das sind so Punkte, wo die Anziehungskraft zwischen dem Planeten und dem Stern gleich groß ist. Das gibt es auch bei der Erde und beim Mond. Und es gibt das natürlich auch bei der Erde und bei der Sonne. Und das werden wir jetzt quasi nachstellen, und zwar mit Polon. Der wird nämlich zwei verschiedene Gruppen von Trojanern haben. Einmal jeweils davor und einmal dahinter. Und die werden sich auch stark unterscheiden, zumindest von der Farbe her. Eines der Gruppen soll so ein graubraunes sein, so aus dunklem Gestein oder Erde oder sowas ähnliches. Und eins soll sehr hell sein, so praktisch wie aus Eis quasi. Und das ist mein Plan. Und dazu beginne ich natürlich hier mit dem Kreis. Und wir werden einfach zwei verschiedene Objekte, also ein Objekt erstellen, das dann umfärben und damit quasi das Gegenstück auch schaffen. Genau, ich habe hier die Form und die machen wir auf die richtige Größe und dann färben wir das ein und machen das dann mit dem richtigen Muster. So, also, da haben wir das erste Objekt. Wir werden mehrere Objekte haben, die dann dieselbe Textur nutzen. Ja, und so sieht der erste Teil aus. Wir speichern das mal als Projekt. Und zwar, das sind die Dulkes. Und wir werden die jetzt nochmal umfärben. Und zwar, wie gesagt, in diesem Weiß, in diesem Schneeweiß, ja. Und das wären dann die Tenera. So, und hier haben wir eben die Tenera. Und das speichern wir auch mal als Projekt. Also hier Tenera. Und ich glaube, ich habe das davor gar nicht als Bild gespeichert. Dann müssen wir hier nochmal zurückgehen. Also wir speichern das schon mal. Gehen wir hier unter meine Projekte zu Dulkes und dann speichern wir das auch mal als Bild. Sehr schön. Und dann gehen wir hier rüber zu The Archiver, zu Pixel Lab. Und dann sagen wir hier Mehrfachauswahl, wählen beide aus. Ja, müsst ihr die noch umbenennen, aber ich schneide die jetzt erstmal aus. Android Data, da halt das Spiel, dann Custom Solar Systems und Flagara System Texture Data. Da sind auch schon die ganzen anderen Texturen. Und hier sagen wir dann Tenera und Dulkes. Genau. Da haben wir die beiden Texturen. Und jetzt könnt ihr euch bestimmt schon vorstellen,
was die Vorbilder sind. Also es sind ja schließlich Asteroiden. Und daher werden wir beide, Phobos und Deimos, einmal mitnehmen. Hier sagen wir, kopieren die. Gehen raus, gehen wieder ins Flagara-System und gehen zu Planet Data. Und dann haben wir hier eben einmal Phobos und einmal Deimos. Die müssen wir natürlich umbenennen. Ich werde wahrscheinlich noch mehr davon benötigen. Aber zuerst sagen wir hier, Deimos, machen wir mal Tenera draus. Und Phobos machen wir Dulcis. Okay. Dann öffnen wir das. Und jetzt haben wir... Oh, ich habe hier noch Mintos offen. Das können wir erstmal schließen. Also wir haben hier erstmal Tenera. Deshalb machen wir hier auch Planet Texture auf Tenera. Und Planet Texture Cutout, ja, weiß ich nicht genau, deshalb lasse ich das mal so. Ja, Surface Textures lassen wir auch alle so. Terrain Formula, ich werde jetzt da keine eigene machen. An sich würde ich jetzt hier nicht so viel ändern. Hier würde ich dann aber ändern. Also die fliegen natürlich um Flagaris herum. Aber ich weiß noch nicht genau, welche Höhe. Polon kreist um diese Höhe da. Und die kopieren wir uns mal kurz. Gehen dann zum Tenera und fügen die hier ein. Genau. Ja, ich würde das erstmal speichern. Und dann können wir auch Polon schließen, brauchen wir nicht mehr. Und dann gehen wir hier rüber und öffnen auch mal Dulcis. Und machen das da so ähnlich. Also hier statt Phobos eben Dulcis. Und hier wieder dieselbe Höhe. Und Flagaris. Genau. An sich würde ich sonst nichts weiter ändern, zumindest fürs Erste. Wir müssen halt gucken, wegen der Position, die ist ganz wichtig. Ich würde sagen, wir machen das hier mal auf Tenera einfach, weil wir es zuerst gemacht haben. Und die Y-Koordinate, Radius von 600. Also machen wir mal hier, keine Ahnung, 800. So. Speichern wir das und Dulcis natürlich auch. Und dann rüber in SFS. Ja, also ich habe das gerade schon geladen und es ist etwas ziemlich, ja, Witziges passiert, würde ich mal sagen. Wie ihr sehen könnt, wir sind mitten in Polon. Erstmal muss ich sagen, die Textur sieht gut aus, muss ich schon sagen. Noch dazu, wir sind mitten in Dulcis drinne und gleichzeitig auch in Tenera und gleichzeitig in Polon. Also ja, da haben wir das. Das heißt, es macht es auf jeden Fall sehr viel leichter, würde ich jetzt sagen. Und zwar... Ich versuche hier rauszugehen. Ja, ich muss einfach rauszoomen. Es laggt einfach zu sehr. Also wir gehen einfach mal raus. Das ist wirklich kein Problem. Das ist sogar ziemlich gut, dass die exakt auf derselben Stelle sind. Und jetzt müssen wir quasi entscheiden, welches vor und welches hinter Polon umherfliegt. Und ich würde einfach sagen, Dulcis hängt einfach ein bisschen hinterher. Hier, Argument of Periapsis, machen wir einfach auf minus 60. So, minus 60,0. Und Tenera, sagen wir, fliegt davor, also 60,0. Damit kann man halt eben die Bahnposition verändern.
Und jetzt lädt es natürlich nochmal. So, da sind wir. Ich versuche jetzt mal raus zu zoomen. Und zwar sind wir diesmal ein bisschen weiter über Tenera. Jetzt haben wir auch die Textur, die wirkliche Textur von Tenera. Die besteht halt einfach aus einem gewissen Gestein. Ja, okay, die Farbe stimmt nicht ganz, auch wenn die Farbe mir schon gefällt. Die könnten wir vielleicht für Dulkes verwenden. Und da haben wir Polon, da haben wir Tenera, da haben wir Dulkes. Ihr seht, das bildet hier so ein Dreieck. Und genau an der Stelle, wo eben Tenera und Dulkes sind, ist die Anziehungskraft von Phlegaris und von Polon gleich groß. Und diese Punkte sind eben auch bekannt als die Lagrange Points, ja. Es gibt noch zwei weitere, und zwar einmal hier irgendwo zwischen Polon und Phlegaris. Das können wir nicht wirklich nachstellen, weil dann wäre es ja eben auf einer geringeren Ebene und hätte einen schnelleren Orbit. Dasselbe gibt es auch nochmal dahinter, aber die beiden, wie gesagt, können wir nicht richtig nachstellen, deshalb die. Und die sind etwa genau auf derselben Höhe, auch wenn es da so einen winzigen Unterschied gibt. Ich weiß nicht genau warum. Jedenfalls haben wir hier Tenera. Und das ist das, genau. Und dann zoomen wir mal ein bisschen raus. Mal schauen, ob wir irgendwas anderes entdecken. Nein, eigentlich nur Phlegaris. Und da dieser lila Punkt ist noch Polon. Also ihr seht, das alles wirklich riesengroß. Ja, an sich sieht ganz, ganz gut aus, würde ich sagen. Ist natürlich noch nicht alles. An sich würde ich jetzt nochmal ganz gern auf Dulkes gehen und da nochmal nachschauen. Also, bis gleich. So, da sind wir auf Dulkes. Und ich habe auch die Höhe von Launchpad noch ein bisschen höher gemacht. Und ja, da haben wir Dulkes. Es sieht tatsächlich ein bisschen anders aus, muss ich sagen. Auf Tenera konnte man die Risse quasi nicht so gut sehen. Hier sind sie sogar fast schon zu stark. Das ist ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Aber an sich gefällt es mir. Und damit haben wir quasi die Basis für die Trojaner geschaffen. Also wir haben hier einmal Tenera, wir haben einmal Tenera und einmal Dulkes. Eben einmal um 60 Grad hinten von Polon und einmal 60 Grad vor Polon. Und Trojaner bestehen natürlich nicht nur aus einzelnen Meteoriten. Die bestehen natürlich aus, keine Ahnung, 20, 30 Stück. Ich werde jetzt nicht so viele machen, aber vielleicht so 3, 4 werde ich auf jeden Fall hinzufügen. Die werden dann alle hier um Dulkes selber kreisen, damit sie immer quasi dieselbe Höhe um Polon haben und damit auch nie wirklich voneinander entfernt werden. Das ist halt so eine Sicherheitsmaßnahme quasi. Das heißt, ich werde das jetzt machen. Ich werde das jetzt nicht unbedingt aufnehmen. Ich meine, es sind einfach nur noch kleinere Meteoriten. Ansonsten ist halt nichts Besonderes dran. Daher, bis gleich, würde ich sagen. So, schaut es euch mal an. Ich habe hier jetzt Dulkes quasi fertiggestellt. Und zwar sind wir halt immer noch hier auf derselben Ebene. Ich habe die Farbe natürlich verändert. Das war noch die Farbe von davor, von Phobos, glaube ich. Und das ist jetzt hier dieses dunkle Braun. Ich würde schon sagen, das passt ziemlich gut. Und ihr seht, wir haben hier drei Trojaner quasi, die um den zentralen Asteroiden sich umrunden. Ich habe einfach wiederholt Phobos und Deimos die Dateien genommen und habe die dann eben kleiner gemacht. Hier zum Beispiel, das ist Phobos geteilt durch 10 eben, also sämtliche Daten wie Radius, Anziehungskraft und vor allem die Sachen in den Heightmaps. Hier haben wir zum Beispiel quasi 3/10, also ich habe das da genommen, nochmal mal 3. Dann haben wir das hier raus, ist der größte oder
wenn man dem mit hinzuzählt, der zweitgrößte Trojaner. Und hier, da sind wir auch gerade drin. Die Bahn sieht ein bisschen komisch aus. Das ist hier quasi Deimos geteilt durch 10. Und ihr seht, die haben alle quasi dieselben Namen. Das habe ich so hingekriegt, indem ich einfach erstmal Dulkes Trojaner geschrieben habe. Dann Dulkes Trojaner und Leerzeichen. Und dann Dulkes Trojaner, Leerzeichen, Leerzeichen. Das merkt man quasi gar nicht. Aber die Namen erscheinen halt trotzdem. Und ich bin hier auch gerade im Orbit von einem der Trojaner. Wie ihr sehen könnt, ist eigentlich genau dieselbe Textur. Die Schatten sind ein bisschen komisch, das werde ich noch ein bisschen bearbeiten. Ja, jedenfalls kreisen wir hier gerade drum. Und auf der Karte sind wir dann eben hier beim letzten Trojaner. Und dasselbe werde ich jetzt quasi auch machen für Tenera. Da habe ich auch schon die Farbe verändert. Und zwar auf dieses sehr helle Gelb, fast schon weiß. Finde ich auf jeden Fall, sieht auch schon gut aus. Und ja, dann gibt es jetzt nur noch Tenera zu machen. Und dann haben wir es auch praktisch schon geschafft. Und da haben wir es. Ja, hier sind wir mit den Tenera-Trojanern. Genau. Und zwar haben wir hier wieder auch einen etwas größeren, schwereren und zwei kleinere. Diesmal ist der größere außen. Und wenn wir hier die Karten an sich verlassen, dann seht ihr auch hier die Trojaner. Genau. Das war's so ziemlich. Ja, das war's so ziemlich mit der Folge. Wir haben eine Menge neue Objekte erstellt. 8 Stück insgesamt. Und die fliegen jetzt hier schön herum. Eben um Polon. Einmal davor, einmal dahinter. Und schneller geht es tatsächlich nicht. Egal. Also, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.